Es gibt gute Nachrichten heute. Also gut, zumindest für alle, die an den Waffenlieferungen an die Ukraine mitverdienen. Tagesschau.de meldet stolz: Die Bundesregierung will die Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln. Doch das Leben ist ein Geben und Nehmen, so auch die deutsche Politik. Aus der Abteilung Bumm und Peng erfahren wir am selben Tag: Pistorius Ministerium bettelt um Geld, damit Soldaten nicht frieren. Die Heizkosten sind zu hoch. Warum bloß sind die Energiekosten so hoch, dass man die Kasernen nicht mehr heizen kann? Ein unlösbares Rätsel. Was sagt man als Bürger da noch? Wer als Privatmensch dumm handelt und sich selbst aktiv Schaden zufügt, der kann vielleicht nicht so gut denken oder er ist gerade abgelenkt oder er ist betrunken. Eine Regierung aber hat viele, viele Berater und kann alles doppelt und dreifach durchrechnen lassen. Dummes Handeln einer Regierung ist gerade im Informationszeitalter praktisch immer als Vorsatz zu deuten, oder nicht? Die Dummheit der Regierung ist ja freiwillig und damit irgendwas zwischen Vorsatz und Böswilligkeit. Doch warum tun die das? Offensichtlich, weil sie Sachzwängen und Interessenlagen ausgesetzt sind, welche dem Wohl von Land und Volk abträglich sind. Doch warum geben sie diesen Interessen nach? Es klingt wie eine banale Frage, bis man versucht, eine Antwort zu finden auf die grundlegendere Frage: Warum sind Menschen, wie sie sind? Keine Erklärung, aber doch eine Bebilderung finde ich im Bericht für eine Akademie von Franz Kafka. Wir kennen ja die ersten Sätze. Hohe Herren von der Akademie, Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein äffisches Vorleben einzureichen. Ein fiktiver Affe berichtet, wie er nach seiner Gefangennahme nach und nach zivilisiert wurde, bis er fast vollständig an der menschlichen Gesellschaft teilnehmen konnte. Der Affe wird menschlich, während sein Dresseur zeitweilig den Verstand verliert und äffisch wird. Ich will heute zwei oder drei Passagen aus diesem genialen Text zitieren. Man kann ihn auch online gratis lesen, der Link ist im begleitenden Essay zu diesem Video. Etwa die Mahnung des Affen an die hohen Herren der nicht näher spezifizierten Akademie, aber natürlich auch an uns, die Leser, auch und gerade jetzt, 100 Jahre nach der Niederschrift. Und diese Mahnung geht so: Ihr Affentum, meine Herren, sofern sie etwas derartiges hinter sich haben, kann ihnen nicht ferner sein als mir das meine. An der Ferse aber kitzelt es jeden, der hier auf Erden geht, den kleinen Schimpansen wie den großen Achilles. Hierin steckt die Antwort auf die Frage, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Warum sind die Menschen nicht viel bessere Menschen? Warum verscherbeln Politiker ihr Land und die Menschen vielleicht für ein paar Redehonorare, für einen Posten im System, für ein paar tausend Silberlinge? Die Politiker tun, was sie tun und sie können es tun, weil unser Affentum die Achillessehne der Menschheit ist. Wie aber wird der Affe eigentlich überhaupt zum Menschen? Wenn man dem Affen eine Menschenhose anziehen oder ihm gar, welch unvorstellbare Grausamkeit, den Schwanz abschneiden sollte, so ist er dadurch noch nicht ein Mensch. Ebenso wenig wie ein Mann zur Frau wird, wenn er sich ein Kleid anzieht, oder lassen wir das. Es ist das Verhalten,
das den Menschen zu einem solchen macht, sagt Kafka. Kafka beschreibt den Moment der Menschwerdung des gefangenen Affen aufs Köstlichste und ich muss es in Gänze hier zitieren. Was für ein Sieg dann allerdings für ihn, gemeint der Dresseur, wie für mich, als ich eines Abends vor großem Zuschauerkreis, vielleicht war ein Fest, ein Grammophon spielte, ein Offizier erging sich zwischen den Leuten, als ich an diesem Abend gerade unbeachtet eine vor meinem Käfig versehentlich stehengelassene Schnapsflasche ergriff, unter steigender Aufmerksamkeit der Gesellschaft sie schulgerecht entkorkte, an den Mund setzte und ohne Zögern, ohne Mundverziehen als Trinker vom Fach mit rundgewälzten Augen, schwappender Kehle wirklich und wahrhaftig leer trank. Nicht mehr als Verzweifelter, sondern als Künstler die Flasche hinwarf. Zwar vergaß, den Bauch zu streichen, dafür aber, weil ich nicht anders konnte, weil es mich drängte, weil mir die Sinne rauschten, kurz und gut »Hallo« ausrief, in Menschenlaut ausbrach, mit diesem Ruf in die Menschengemeinschaft sprang und ihr Echo, »Hört nur, er spricht«, wie einen Kuss auf meinem ganzen schweißtriefenden Körper fühlte. Der Mensch, so Kafka, ist ein Affe, der gelernt hat, stilsicher aus der Schnapsflasche zu trinken und Hallo zu rülpsen. Das ist aber auch alles und viel mehr braucht es ja auch nicht, um unsere Lage heute zu erklären. Doch es ist nur eine Metapher, wenn auch eine große. Unsere Politiker sind keine Affen, die bloß zivilisiert aus der Schnapsflasche trinken können. Kein Affe würde seinem eigenen Stamm das antun, was die Regierung dem Volk antut. Die Politik aber nutzt unser Affentum aus. Unsere Verführbarkeit, unsere Ängstlichkeit, unseren Hunger vor dem Essen und unsere Trägheit danach. Ich will hier aber überhaupt kein Urteil sprechen, zumindest nicht über uns. Ein Urteil zu sprechen, das bedeutet ja, auch sich selbst zum Beurteiltwerden aufzudrängen. Dieser rülpsende Affe will das gerade nicht. Ich hoffe und arbeite darauf hin, mich eines Tages für mein eigenes Schlusswort, dem Schluss des Berichts an eine Akademie, anschließen zu können. Und dieser Schluss lautet so: Im Ganzen habe ich jedenfalls erreicht, was ich erreichen wollte. Man sage nicht, es wäre der Mühe nicht wert gewesen. Im Übrigen will ich keines Menschen Urteil. Ich will nur Kenntnisse verbreiten. Ich berichte nur, auch Ihnen, hohe Herren von der Akademie, habe ich nur berichtet. So viel des Berichts für heute. Ich danke allen Unterstützern. Bis zum nächsten Mal.